Ja, von mir aus auf den. Weiß nicht, bei was, also... So. Hier, es lädt einer langsam. So, ich bin fertig. Und ihr? Ich hänge im Synchronisiere. Irgendeiner lädt hier schon wieder schnarchend, okay. Ich hänge... Irgendeiner lädt langsam. Kirsche bestimmt. Was ist bei der fertig geladen, Alter? Zwei, das Bild mit der Balken war ziemlich lange da. Der Balken bewegt sich am Ende nicht mehr. Ach, scheiße, doch. Da können wir noch einmal neu starten. Ja, warum? Weil ich Steuerung P vergessen habe. Wir haben alle Steuerung P vergessen. Nö, ich hab's ja gedrückt gehabt. So. Drei. Danke. Achso, ja, es macht jetzt. Wir waren ja gerade jetzt losgefahren. Los. Also, war ja nicht so schlimm, hoffentlich. Ja, doch, voll schlimm. Dann noch war keiner gecrashed. Das hätten wir wenigstens mal. Oh, das dauert nicht lange, glaube ich mir. Es reicht, wenn wir noch 8 Runden haben. Oh, jetzt kommt er die Fotzenpillen, waren da die. Der kam aber direkt, das war gemein. Ja. Den hatte ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Das war ein. Oh, das ist eine scharfe Kurve mit Sprung, ja. Das Stevie scheint die zu kennen. Das ist die Strecke. Sieht nee, so aus. Die Kurve. Der hat nur die Situation erkannt, wahrscheinlich. Manchmal hat das seine Vorteile, ganz hinten zu fahren, glaub mal. Ja, ja, man sieht, wenn die anderen abziehen. Was hier nicht genau. Ganz hinten? Wie beschissen bin ich denn bitte aus dieser Kurve rausgefahren? Same. Ich habe jetzt auch strategisch nach hinten fallen. Aber, übrigens, Dennis, das, was ich im Discord gestern geschrieben habe, ist nicht gelogen. Ich konnte das dadurch, weißt du eigentlich, woran ich erkannt habe, dass dieses Problem an irgendeinem HP2-Track liegt? Ich hatte... Oh, scheiße. Oh, was mache ich denn? Part 2 von meinem Hot Pursuit Let's Play war nämlich davon betroffen. Ich habe nur Grönland und Frankreich gesehen bei mir. Was anderes habe ich jetzt nicht gesehen. Ich hatte so einige Videos, die ich dann mal eben an den Stellen weggestummt habe, damit die bloß wieder in Deutschland zum Beispiel sichtbar sind. Och, Mensch, wieso... Ich muss mal sagen, welcher Part genau war, weil ich habe nur Grönland und Frankreich gesehen. Du, die Stellen sind jetzt weggestummt, wenn, ist jetzt Pech. Das Problem ist, ich würde ja auch gerne sagen, was für ein Track das war, aber weißt du, was das so schlimmer war? Metadaten hidden, also du konntest nicht sehen, was wie der Track hieß. Weißt du? Ja, aber, sowas habe ich auch gesehen, aber das war wieder das typische Grönland Frankreich. Ja, aber... ich lüg dich aber nicht an. Also das kannst du sogar in meinem Stream sogar sehen, weil ich das gezeigt habe. Im gestrigen Stream jedenfalls. Ja, ich kann es nur bei mir nicht finden, wo das sein soll, weißt du. Nee. Keine Ahnung. Der letzte HP2-Renntag, wie ich jedenfalls, hat bei mir der Grönland und Frankreich. Ja, ja, da ist okay. Es sind ja auch ein paar ältere Videos halt. So, ach so, ein älteres, ja gut, das weiß ich natürlich dann jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, das kannst du halt bei mir safe im Stream sehen, aber das Problem ist, es stand halt nur Metadaten sind versteckt. Es bringt dir, also so gesehen kann ich dir halt da nicht sagen, du, das ist Track XY. Oh, die mit Wartung war auf mich da vorne hier. Aber ich konnte halt einfach nur davon ausgehen, dass es ein HP2-Track ist. Oh, Mann! Weil halt Part 2 meines Hot Pursuit Let's Plays davon betroffen war. Und in Hot Pursuit Let's Play hatte ich ja auch die Mucke von dem Spiel ja mit an. Weißt du? Wer weiß. Keine Ahnung. Es ist witzig, das Projekt ist von 2017. Aber gestern, auf vorhin vor 28, habe ich die Mail bekommen, dass da was geclaimt wurde. Na gut, eine Mail habe ich auch nicht bekommen, also keine Ahnung. Wow. Diese Jumps manchmal sind richtig toll. Es reicht, wenn der Jump dich dann auf die Seite schmeißt. Ja, die ersten beiden Runden habe ich hinbekommen und jetzt hat die mir 14 Sekunden Vorsprung und ich komme definitiv nicht mehr ran. Gut, es sind noch 5 Runden, aber da müsste er so einen fatalen Fehler machen. Du kennst Dennis, das wird nicht stattfinden, nicht. Das ist mir schon klar. Ja doch, jetzt hat er zumindest einen Fehler gemacht, dass ich wieder 3 Sekunden aufgeholt habe. Nee. Könnte auch Streckenanzeige sein. War nur vorm Jump gebremst, das war alles. Das musst du auch noch tun.
Ach man. Ich mache wirklich, wann lerne ich eigentlich diesen Fehler mal nicht mehr zu tun? Vor einem Sprung eindenken, dass ich auf diesen, dass ich bloß seitlich springe. Ich mache, ja, komm. Hier, überholst du mich jetzt mal, weil bei jedem Sprung schmeiße ich mich jetzt auf die Seite. Wird gerne, aber ich muss beim Zug warten. Bei der Strecke würde mich jetzt mal echt interessieren, wie gut Pete wäre. Er ist nicht da. Er wollte nicht. Vielleicht, oh, da, vielleicht er hat er krank. Ja. Er ist krank, hat er geschrieben. Ich habe keinen Fehler gemacht, sein, Meter, aber der Zug hat die Straße überquert. Sein krank ist bestimmt, er hat Besuch. Nein, er hat. Ja. Ah, der Zug, ja, der könnte mir vielleicht sogar noch helfen, wenn ich sage. Ja, der hat die Straße überquert, da musste ich leider erstmal warten. Das war etwas ärgerlich, aber ja. Ja, vielleicht leistet der Zug ja doch noch gute Dienste, dass er nicht. Alter, spring doch hier nicht immer. Ah, ja, komm, hier bin ich richtig scheiße rausgekommen wegen dem blöden Sprung da. Komm zu schnell aus der Kurve raus, neuerdings. Dadurch springe ich nicht, dass ich da nicht gesprungen habe. Komm, Kirche, jetzt komm! Ja, du hättest mich ja mal warnen können vor dem Sprung. Oh, wenn doch mal so ein Fehler. Oh, nee. Ich gebe hier auf der Geraden hier Vollgas und der holt sich da. Oh. In die Fresse. Ich bin gerade mehr als gut bist. Da, und dann kommt man mal ran und dann überschlägt man sich. Wenn man zu euphorisch ist. Es springt da sogar schon hier, sag mal. Och, ich mache immer denselben Fehler! Ah, Kurve, das lenken! Das ist ein guter Tipp gewesen, danke dafür. Es ist immer Sprunglenken! Da kommt Sprunglenken! Da kommt wieder Sprunglenken! Jedes Mal! Ich lerne daraus nicht! Ich bin einfach zu dumm, um diesen Fehler nicht zu tun! Meine Güte. Oh, diesmal war die Bahn aber nett zu mir. Die war genau relativ kurz bevor ich da war, war sie wieder weg. Irgendwie war sie gar nicht erst da. Die hat auf dich gewartet, bestimmt. Hat sie mich aber verpasst. Oder die dachte, ich wäre schneller. Ja, kann sein. Gut, das mit dem Scheiß, den ich hier gerade abliefer, ist das keine so unberechtigte Erwartung. Oh, nicht springen, du verficktes Drecksvieh. Hab doch mal wenigstens ein Minimum an Downforce, bitte. Aber bis auf die Downforce fährt sich das Ding relativ gut an sich. Ja, nur die Downforce, die ist ein Problem. Ich würde keinen Rückspiegel haben. Nicht bei Custom-Stücken, weißt du doch. Boah! Uiuiui! Direkt vor der Nase rausgefahren beim Zug. Oder vorbeigefahren. Ja, ich bin direkt dahinter. Wieder. Ah, Alter, ich hab doch schon gebremst und er springt hier immer noch. Sie haben den Rundenrekord gebrochen. Nee, ich hab den Rundenrekord gebrochen. Ich auch. Weiter geht's. Ich denke mal, den beiden war klar, was wir gerade hatten, oder? Was meinst du? Ja, ich denke schon. Die sagen ja auch nicht mal mehr was, wie du merkst. Wieso mache ich mir jetzt die ganze Zeit schon wieder irgendwelche Scheiße? Okay, die Runde war schön. Jo. Was ist denn deine Bestzeit? 1:26:00. Ah, okay, ja. Ja, jetzt muss ich warten. Ach. Ja, das durften wir auch, aber
auf dem Zug drauf. Also gut, nicht drauf, halt genau. Elegant ausgedrückt. Wir haben halt gesagt, für meine Rundenzeit ist aber wir standen schnell 30. auf 0, würde ich mal sagen. Was mache ich denn da? Okay. Also es sind tatsächlich meine Fehler, die mich so weit nach hinten schieben. Du hast selbst Fehler gemacht? Natürlich. In der Kurve immer. Diesmal hätte ich im Idealfall die Warnung von dir entfernt. Oh, jetzt hat mich die Bahn aber volle Kanne erwischt hier. Die ist genau in dem Moment rausgekommen, wo ich da auf den Schienen da war. Und da hat die mich da aber auch da durch die Luft fliegen lassen. Ja, aber solche Sachen sind es, die mich so weit nach hinten packen, weil die Rundenzeit ist ja nur eine Sekunde schlechter. Naja, die beste. Ja, das meine ich also. Mein Potenzial ist so, dass ich eigentlich am Ende 8 Sekunden schlechter sein müsste und nicht 20. Wenn du jedes Mal konstant fährst, dann ja. Aber wenn du zwischendurch mal Fehler einbaust, dann nein. Ja, das meine ich ja. Und manche Fehler sind halt wirklich fatal. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du die Scheiß. Oh, jetzt ist diese Bahn ja schon wieder hier. Ja, gut, das ist aber ein Fehler, da kannst du nichts für, wenn die da ist, ist sie da. Ja, das ist richtig. Also das ist jetzt kein Fehler von dir, also... Hier kommt die Scheißbahn pünktlich, ne? Und wenn man zum Beispiel auf den Garten nichts gebraucht kann, dann kommt die da. Weißt du, warum die pünktlich ist? Das ist nicht die Deutsche Bahn. Ja, gut, ja. Das heißt, die Bahn ist pünktlich. Als die Bahn doch so aussahen, da waren die noch pünktlich. Ja, ich dachte, ich nehme mal jeden Baum mit, sonst fahr dann quer. Dafür gesorgt, dass dann die Bahn rauskommt und dann, ey, das ist so unfair. Er macht einen Fehler, ja, ich fahre entspannt vorbei, muss auf die Bahn warten und dann kommt er schneller aus der Bahn raus. Ich war aber auch nur noch am Rollen, ne? Bleib gerade stehen, du. Also ich war nur am Rollen, also das war der Vorteil. Und dann mache ich wieder den Fehler, wie immer bei der Kurve. Wann kommt denn die, Mann? Muss ich eigentlich noch merken können, irgendwie. Irgendwann. Ja. 30 Sekunden Rückstand habe ich dann am Ende. Ja. Was hätte ich denn zu Pete erst gehabt? Oder hätte Pete mich überrundet sogar? Die Bahn hat mir jetzt meine Rundenzeitverbesserung zerstört. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Das habe ich mir getan. was war das denn? Geh weg. Wenn du das Hupen hören kannst, dann geh weg. Das ist sehr ärgerlich, dass wir eine bessere Rundenzeit geworden. Diese blöde Dreckspissbahn. Was ist denn das denn für ein Sprung? Was anderes. Das war ja was hier. Aber diesmal war er recht gnädig mit den Farben. Oh, das ist nicht zu. Okay. Was passiert? Naja, ja, Stevie, Kirsch muss auf die komische Bahn. Und das die Bahn ist so hat uns getrennt. Und das ist ja gemein, das ist gemein, wirklich. Das macht ihn bestimmt absichtlich. Die ganze Zeit hatten wir so einen leichten Kampf zu zweit. Und dann so zum Schluss musste die Bahn reintriggern. Mhm. Ja, das ist ein bisschen fies. Das wäre geil gewesen, noch bis zum Ende hin, weißt du? Ja, ich wollte dich gerade überholen, dachte mir, jetzt fährst du halt vorbei und gewinnst dann auch kurz, aber... Und dann kam da sowas und es hat gesagt so, nee. Die hat mich nicht gesehen, die Bahn, weil ich ein grünes Auto hatte, bin da quasi mit der Umgebung verschmolzen. Ach so, okay. 30er Rundenzeiten weg, ne? Dann wäre besser gewesen. Ja, die 30er Rundenzeiten, da hatte ich auch genug von. Ja, das meint er, ja. Oder was auch immer. Ja, ich hatte sogar eine 1,39 das eine Mal. Achso, du jetzt. Nee, ich hatte sogar eine 1,41. Scheiße. Oh ja, das ist natürlich nicht so toll. Ich könnte auch in der 50er dienen. Ich glaube, weil das Startraum geht. Erstmal rausfinden, wo es lang geht. So, jetzt fahren wir an Camaro. Die Farbe sucht ihr eh aus, dann brauche ich es nicht machen. Ach, nur zwei Runden, ja, da kann man nicht rausfinden, wo es lang geht.
Ja, wir haben noch genug 8 Runden Rennen heute, du, also. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Dann haben wir die ersten 2 Runden zum Ausprobieren. Achso, mal gucken, wann Kirsch schon mal auf Ready ja, drückt. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Das Einzige, was man machen konnte, war, und das nur das einzig Richtige, ist Verdeck auf. Euren P nicht vergessen, ne? Keine Ahnung, ich hab noch Synchronisiere. Ja, Kirsch lebt eine halbe Ewigkeit, genau. So. 3, 2, 1, los! Okay, das war ein beschissener Start. Oh Gott, die Karre fährt sich ja wie... Die geschnallt. Oh boy, die Karre... Ja, okay. Das fährt auch über die Strecke, oder was? Oder Wawawawagen, vorsichtig, vorsichtig. Ach, der Wawawawagen. Ich hab einen schlechten Start hingelegt. Na, wie viele von euch haben denn das Verdeck offen? Keine Ahnung, warst du folgmäßig offen oder geschlossen? Standardsgemäß zu. Dann hab ich's zu. Ich hätte jetzt eigentlich und du, auch Dennis? Keine Ahnung, wahrscheinlich zu. Boah, nee, dann bist du disqualifiziert. Du hast gesagt, immer offen. Ja, Ivy hat gewonnen. Immer, okay. Nee, offen bei Schnee. In der Wüste kannst du es zumachen. Ja, genau. In der Wüste muss es ja auch zu, ne? Sonst ist ja... das ist scheiße sonst. Nicht mal in der Luft, das ist ja nicht gut. Also die Karre fährt sich echt grottig. Naja, das ist halt der Schnee. Das liegt am Wetter. Hä, wo wollen wir denn hier lang? Okay, guck mal. So toll ist die Abkürzung nicht. Ist gut. Was? Wo fahren die denn alle lang? Warum fahr ich da nicht lang? Ja, aber warum... Ich hab nur gesehen, wie da jemand reingefahren ist. Dachte ich, ich schau mir das mal an. Oh, da war gerade ein Auto vor mir, zack, war es weg. Okay, bei dem Vorsprung, den Dennis jetzt weggemacht hat, hier sollte ich vielleicht dann nächstes Mal doch die Abkürzung nehmen. Die ist gut. Das hast du gegen die Abkürzung. Nein, 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 aua. Weiß nicht, ich habe die heute mal kurz ausprobiert. Och, Mann. Ah, ich hätte eher abbiegen können, scheiße. Komm doch herum, bitte. Sie haben den Rundenrekord gebrochen. Das ist Rip haben wir es hier aber nicht so wirklich, oder? Ja gut, ist auch Schnee, aber... Denkst du auf jeden Fall gut im Nacken, ja. Ich sehe jemanden hinter mir. Ja, ich überlege, ob ich strategisch hinter dir bleibe, damit du mir die Abkürzung zeigst. Die habe ich nur zufällig gesehen. Selbst nicht der weiß, wo die ist, genau. Die habe ich nur gesehen, weil ich jemanden vor mir hatte, also... Ja, das hatte ich befürchtet, ja. Also erwarte da jetzt nichts. Alter, die Kurve habe ich scheiße genommen. Irgendwann muss es ja kommen. Ja, also die und ich sind hier so weit davon weg. Achso, ihr seid noch nicht da. Okay, dann brauche ich ja gar nicht gucken. Also noch nicht. Ja, so jetzt kommt sie. Okay. Wo lenk ich denn hin? Wenn die Strecke sich öffnet. Wenn die Strecke sich... Okay. Er kennt diese Aussage halt nicht. Aha. Oh, da hat er einen Fehler gemacht. Was ist denn das? Geil, geil, geil. Oh, er hat sie gefunden. Ich habe auf die Karte geguckt, als Tomete sagte, hier ist er, hab mir gemerkt, wo Tomete da war. Warum auch immer mich das so nicht hart die Wand. Wenn man da leicht gegenkommt. Immer diese Jumps, das macht doch gar keinen Sinn. Oh, das war gut, dass du den Fehler gemacht hast. Und gut, dass die Strecke nur 2 Runden hat. Na, bescheuert, ey. So, jetzt darf ich hier keine Dummheiten machen. Darfst schon. Nein, nein, nein. Wenn ich keine Dummheiten mache, dann bin ich nur Platz 2. Wenn ich Dummheiten mache, bin ich nur Platz 2. Das hast du jetzt natürlich gesagt, dass du aufhörst. Alter. Eine Kante. Gut, dass das nur 2 Runden waren, sonst wäre das mit dem ersten nichts geworden. Alter, was war das für ein Bullshit? Das war ja...
eine sehr harte Wand, die einen von 200 auf 80 runterdrückt. Ich habe eine sehr harte Schneewehe. Ja, gefunden. Genau, die habe ich nämlich beim Üben erwischt gemacht und deswegen wollte ich die Abkürzung nicht nochmal fahren. Also gut, Üben kann man es nicht nennen, was ich heute gemacht habe. Ich habe immer gelungen, ne? Beim Rennstart natürlich nicht. Das ist so ein Schwachsinn. Ah, ja, dadurch ist es halt auch schrecklich. Ja, 2,7, das ist, ja, also wenn ich schon 2,4 hab, dann... Naja, was will man erwarten, wenn man fast steht? Oh, Mann. Na gut, wenn man kurz vorm Stehen ist, dann kann man keine gute Rundenzeit mehr rausholen, das ist klar. Das kostet ja schon mal so ein paar Sekunden. War äußerst ärgerlich. Die einfach bis auf zur Mitte jeder irgendeine rosa Farbe drin hat. Das ist auch gut, ja. Wir müssen Kirschen auf die X12 umstellen. Er ist so scheiße, dass er da so lange lebt bei ihm. Was ist denn hier so lange? Aber wie viel Schnee wollen wir eigentlich? Hier steht synchronisieren. Don P habt ihr alle, ja. 3, 2, 1. Oder ist das irgendein anderer Kandidat, der so lange von lebt? Aber warum bin ich jetzt wieder P? Wie aber so oder so, egal wer es ist, das ist ein paar Sekunden. 2, 3? Scheißegal, oder? Nein! Oh, pff, ja, hallo Wand! Eine Minute früher zu Ende. Ja, aber derjenige, der dem das betrifft, hat auch einen hohen Input weg, weil das Spiel dann nicht auf 65 FPS läuft. Ach so. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Ja, das muss er dann selber sehen, wenn ihn das stört. Warum springst du hier nochmal? Das hast du sonst nie gemacht, Auto. Nie. Ah, was machst du da? Oh, Kirsch ist auf Platz 1. Ja, ich mach euch alle fertig. Ja. Bis natürlich ich hier kurze Pause mache. Oh! Natürlich, auch genau bei dem Scheißwerk muss das passieren, ne? Ja, das kann kurz danach nochmal passieren, wollte ich nur sagen. Was eine beschissene Anfang. Alter, wieso seid ihr alle so scheiße? Ich diese meine, Jumps. Die ganze Zeit und bin vorne. Diese Jumps, ja, wo du immer dann auf die Seite geschmissen wirst. Bei mir Jumps, die haben ja eine große Neigung jetzt so ein. Und zu Neigen. Was ist. Also. Freut euch, ne? 8 Runden sehe ich gerade. Es ist das Problem, wenn. Der extra Jumps macht, die er sonst nicht gemacht hat, dann. Ja. Das ist doch die tolle Engine! Und, oh, du musst genau jetzt jucken! Noe Adolf ist schon der schlimmste Adolf. Da bringt dir das Üben dann auch nichts, wenn er dann auf einmal beim Rennzocken extra Jumps hinzufügt. Alter, Mann, ich resette mich die ganze Zeit nur! Ich irgendwann einen von den Physik-Engine-Entwicklern erwische. Die werden nicht mehr da sein. Ihr hättet die doch schon rausgekickt. Ja, kann sein. Die wurden wahrscheinlich schon umgebracht von der Community. Die haben ihre gerechte Strafe schon erhalten. Boah, dann frage ich mich, warum. Dann hat wahrscheinlich irgendwer aus Versehen Egon erwischt. Wen? Egon. Den Sprecher. Ach so. Na gut, vielleicht war der ja auch Engine-Entwickler, wer weiß. Kann ja beides machen. Nee, war er nicht. Mann. Ja, sicher? Der war nur Musiker. Ja, heimlich Engines entwickelt. Nee, Quatsch, Musiker sag ich schon hier. Sprecher. Ein Sprecher. Ja, war er auch, aber das heißt ja nicht, dass er nicht zusätzlich noch einen anderen Job der hat. Der hat ja nicht nur hier so, der hat ja auch hier so... Andere Spiele. Na, Spiele oder auch irgendwelche Serien oder so. Oh, nicht schon wieder, oder was auch immer. Also... Ja klar, und Demon, bei ihm klappt's natürlich wieder. Ja, jetzt hat die Engine nicht extra Jumps eingebaut, das hat geholfen. Boah, das ist aber wertet. Also die Engine-Entwickler und die Streckenentwickler zusammen. Alle in den Sack draufschlagen, erwischt immer den richtigen. Ups, das ist eine Custom-Strecke. Natürlich ist es eine Custom-Strecke. Die EA-Entwickler wussten, was ihre Engine nicht kann und haben das entsprechend vermieden. Und die Custom-Entwickler wissen, was die Engine nicht kann und machen nur das. Oh, Gott sei Dank. Wenn du einen Berg auf 100 km runter, dann schaffst du alle Berge. Oh, warum spiele ich das eigentlich? Warum quäle ich mich? Ach Mensch, lass mich doch in Ruhe, du behinderter Felsen. Wenn das Trackmania wäre, hätten die das längst in irgendeinem Patch gefixt.
Übrigens ein Vorteil von dem Abo-Modell. Die bringen nicht dauernd Updates und Fixes raus. Klingt gerade so, als kriegst du aber so auch. Also. Klingt so, als kriegen es nur die Leute, die das Abo haben. Die, die das ja, nicht jeder, das Abo haben, jeder. Kriegen. Bei Quake Champions hast du auch andauernd irgendwelches was in der Richtung. Also. Ja, das stimmt. Quake Champions kriegt auch ständig. Und das ist absolut free to play. Ja, und wer macht das dann? Ja, der Entwickler natürlich. Umsonst zum Spaß, als Nebenprojekt, oder? Ja, als ob ich nicht genug hätte, also. Ja, die, das heißt, genug hätten. Das heißt, die zahlen die Leute einfach aus Portokasse, oder? Oder wie machen die das? Ich meine, das so wird halt nebenbei. Halt also, die arbeiten halt bei It irgendwie und die werden bezahlt. Und ist da jetzt so viel Geld über, dass die für Quake halt dann nichts mehr verlangen müssen? Alter, extra Jump, danke dafür. Jo, ein kleiner Jump und auf die Seite geschmissen worden! Weil das Spiel das so gerne mag. Ich kann mir irgendwie gar nicht verstehen, wie das funktionieren soll, aber wenn es so ist, dann ja, ist das halt so. Na, du kannst ja diesen Battle Pass holen, dann. Ach so, gibt's da auch ein Pay-Modell. Jo, aber du hast. Ja, du musst ja Geld verdienen, sonst geht das Ganze nicht. Du machst aber, ja keinen Wohltätigkeitsverein. Aber das sind eben halt nur Skins und so, also Cosmetics eben, ne? Aber halt, wie gesagt, du hast bei Quake an sich hast du ja, also die haben ja noch etliche andere Spiele, ne? Du wirst ja nicht gezeigt, okay, wenn du da jetzt Programmierer oder Modeller oder irgendwas eingestellt bist, dann wirst du ja nicht für das einzelne Projekt bezahlt, sondern halt nach Stunden. Naja, dann sollten die Stunden in das investieren, was Geld bringt und nicht in das, was so halt gar kein Geld bringt. Ja, ein bisschen kriegen sie ja über die Skins und sowas, also nicht... Naja, genau, wahrscheinlich lohnt es ja trotzdem irgendwie... Wenn es sich nicht lohnt, dann. Ja, die sind halt nicht blöd halt. Ja, deswegen lohnt sich's halt, ja. Alter! Ach, du stupid scheiß Dreckskiste. Guck mal, wenigstens Gas, wenn ich aufs Gas wieder drücke. Wo ich jetzt gerade an dir vorbeigefahren bin, kann sein, dass der kein Chassis und kein Interieur und alles hat. Wie kann man da so springen? Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Keinem Universum der Welt wäre das logisch. Ja, wir fahren ja auch nicht auf der Welt bei Highstakes. Ja, bei Highstakes ja, sonst. Wir hatten ja alles schon dabei, ne? Die Wehen los. Oh, können wir bitte die Custom-Strecken rausschmeißen, ey? Die sind so zum Kotzen. Wenn wir gar keine Custom-Strecken mehr haben, dann haben wir wenig Content. Dann halt wenigstens die, die halt eben nur hoch, runter und dauernd kaputte Sprünge triggern. Oh, gut, Mann. Aber durch die komischen Jumps haben wir jetzt natürlich auch einen interessanten Kampf hier vorne. Schön! Und du meinst, ohne die Sprünge hätte der keinen interessanten Kampf? Dann wahrscheinlich würde ich mir dann hier dominieren auf der Strecke, weil ich kann die eigentlich nicht. Wahrscheinlich dann tatsächlich nicht. Ja, aber dann spielt doch einfach random.org oder sowas. Da kann man auch interessante Kämpfe haben. Wer wirklich die höhere Glückszahl? Warum was ist das denn für ein Vergleich? Ja, aber irgendwelche random Jumps und deswegen ist es spannend? Weiß nicht. Ja. Ja, aber er würde hier wahrscheinlich dominieren, weil, man nicht zu schnell fährt. Und wieder auf die Seite geschmissen worden, weil man gehüpft ist. Ja! Warum waren das nochmal 8 Runden? Wenn ich an die Regel hält, nicht schneller als 100 hier rüber zu fahren, dann passiert auch nichts, aber man will ja mal bestimmt fahren. Okay, dann fahre ich jetzt einfach die ganze Strecke nicht schneller als 100. Mal gucken, ob sie mich jetzt einholt oder nicht. Zumindest bei den Bergen. Wäre besser, wenn ich jetzt manuelle Schaltung hätte, dann könnte man die Geschwindigkeit besser kontrollieren. Weil dann funktioniert das nämlich auch. Ja, wie geht's denn nur berghoch, bergunter? Eher knapp über 100 oder eher knapp unter 100? Die genauen 100 treffe ich erst nicht. Ja, 100 klappt eigentlich. Bei den anderen. Das sagt nur der, das sagt irgendwie, wie er ein Lenkrad benutzt. Erst wenn's bergab geht, dann wieder beschleunigen natürlich. Das klappt sehr konsistent dann. Hat leider Tomatis auch rausgefunden, wie es aussieht. Ja, bisher
hab's ganz gut. Mal gucken, hier ist auch grad. Ja, 100 gesprungen gegen die Wand. Und dadurch schlechte Linie, okay. Erst, dann warst du aber schneller als 100. Oder hast du einen ganz bescheuerten Winkel gefahren? War die ganze Zeit. Ach nee, der hat die eine. Ahnung, nein, gesagt, der hat die eine Stelle ist. Da, nach dem hohen, wo du sehr hoch fährst. So, hast kann du das denn nicht jetzt zu Ende sein? Jetzt wäre ich nämlich Erster gewesen. Nach dem ersten Jump doch nochmal diese kleine Stelle, wenn du die falsch anfährst, hüpfst du da doch auch nochmal. Ja, aber ich bin die falsch angefahren, weil der vorher schon ein Sprung war, obwohl ich nur 100 gefahren wäre. Aber ist ein interessanter Kampf hier gerade tatsächlich. Ja, toll, jetzt zieht Sivi an mir vorbei. Nö, ich dachte, ich mach wieder das Nip, mach wieder den Tipp. Das mit den 100 klappt, der crasht und ich fahr weiter. Ah, gut, jetzt fährt er wieder weg. Ich hab halt wieder den typischen gleichen Crash. Selben Fehler gemacht, da kommt ein Sprung, rate, was ich getan habe. 100 von mir. Ja, 120. Ja, siehst du, da war deine Bestrafung. Wettenkirsche, das war ein fataler Fehler. Wettenkirsche, du weißt, welchen Fehler ich wieder vorm Sprung gemacht habe? Du warst schneller als 100? Nö, ich habe wieder eingelenkt. Den Fehler, den ich nicht einfach lassen kann. Genau, Alter. Was genau meinst du damit eigentlich, mit dem Einlenken? Ich meine, also, bis du schräg abspringst oder was? Ja. Und beschissen natürlich dann auch auflande, logischerweise. Also das mit den 100 km klappt wirklich sehr konsistent, ne? Ja, aber halt ja wenn man sich dran hält, wenn man sich dran aus Versehen doch mal sein lässt. Das funktioniert wunderbar, ich hatte keine Random Jumps mehr dadurch. Oh, ich hatte Random Jumps. Wer weiß, wie du den Berg angefahren warst. Wahrscheinlich wie ein Knüppel auf dem Sack und der Katze aus dem Rucksack fällt oder so. Gesundheit. Keine Ahnung, was der Katze aus dem Rucksack fällt. Ja, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Der hat jetzt einfach random irgendwas zusammengeschmissen. Genau. Auf jeden Fall, das ist mega langsam. Stevie ist weg, ich sehe den gar nicht mehr. Das bringt so nix. Ich zieh das mit diesem 100 km/h durch, kam aber auch durch, ne? Jedenfalls, ich versuch's. Ja, gut, die weiß einfach. Die meisten Katzen fallen ja auch eigentlich mit IG aus dem Rucksack. Was auch immer. Versuchen wir es mal anders. Jetzt mache ich einfach immer Vollgas. Den Berg kann man Vollgas fahren, da ist ja Auslaufzone. Da vorhin bin ich alles 100 gefahren. Du hast gesagt, alles 100 fahren. Oh, der wird lustig. Ja, der erste Berg, der geht tatsächlich. Den auf jeden Fall 100. Der wird spitze. Ja, du viel zu schnell. Ja, Vollgas. Vorhin alles 100, jetzt alles Vollgas. Bist du gerade am Überrunden, oder? Ja, ich hab Kirsch überrundet. Ach, nee. Mein Sprung war besser als deiner. Ja, ich war dumm. Ich dachte, ich war schon bei der Kurve. Ich hab mich da... Gedankenfehler gehabt. Da war ich natürlich viel zu spät. Ach, also ja, dann hast du keinen Vorsprung. Das ist gut, dass du dann keinen Vorsprung durch meinen Fehler bekommen hast, weil ich Kurve zu eng genommen. Danke dafür. Verdammte Scheiße. So, 100, bleib auf 100. Auflandung hat keinen Sinn gemacht. Auflandungen sind auch immer sehr spannend bei dem Spiel. Ach, der Sprung ist voll entspannt. Das war ein geiler Spruch in dem Zusammenhang. Sie haben den Rundenrekord. Ich hab trotzdem den Rundenrekord gebrochen. Natürlich, Spiel, logisch. Obwohl ich mich an einer Stelle resetten durfte, weil ich die Kurve zu eng genommen habe. Natürlich, ich hab den Rundenrekord gebrochen. Jetzt ist er wieder da wegen den blöden Drecksfehlern davon vorhin. Ja. Oh. Aber wir hatten im gleichen Moment einen Fehler gemacht, da hatte ich nämlich wieder meinen Doppelfehler. Ja, ich hatte nur einen, aber das war ja auch wieder mein Standardfehler. 10 Sekunden war dadurch die Runde langsamer. 10 verdammte Sekunden. Oh, muss kacke, das war nur der Netcode, dass du eben gegengefahren bist. Nein, ich bin doch nur 110 gefahren. Verdammt nochmal. Es waren doch nur 10 km/h mehr als sonst. Ja. Yeah. Nur 10! Ja. Na, Demon macht's leider auch richtig. So, und hier darf ich nicht Vollgas fahren. So. Erst hier. Aber der Wagen hat echt kein Chassis und kein Dingens hier, oder? Kein Interior, wenn ich das bei euch so angucke. Also ich sehe... Ach so, reingucken. Wenn du an Demon ran bist, also wenn du direkt hinter Demon bist, dann kannst du das ja sehen.
Ja, ich habe alles rausgeschmissen aus dem Auto, ne? Damit das schneller fährt hier. Achso. Wieso glaube ich dir das sogar? Oh, 3 Sekunden, Kacke. Jetzt muss ich wieder ran da hier. Ey, wie beim Starten losgeflogen. Ja, super. Wenn jetzt nochmal so eine Fehlerserie wie eben bei Demon Kevin, das wäre... Das passiert jetzt nicht mehr. Hier ist ja Flachland. Ach Kacke, das ist ja schon die letzte Runde. Wagen, gib Gas! Und gegen den Stein Traditionscrash. Oh... Oh, Tomate hat auch Traditionsstein mitgenommen. Ja, ich hatte eh nichts mehr zu verlieren, also... Die Wahrscheinlichkeit, dass Kirsch oder Stevie jetzt noch angekommen wäre, das wäre sehr gering gewesen. Also das wäre doch selbst Platz 2, wäre eh nicht mehr drin gewesen. Alter, wir müssen zu Ende fahren. Natürlich. Wir sind hier nicht bei Dirt. Alter, ich kotze. Und nicht bei Nice. Das hatte ich jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Ich war nur ein Ticken zu schnell, ist okay. Aber du bist nicht umgekehrt. Bitte? Aber du bist nicht umgekehrt. Nee, weil ich mich gesettet habe direkt. Ach so. Ich habe den Fehler gesehen, den ich gemacht habe und habe mich einfach nur gesettet. Oh, 137. Ja, das waren 30 Kammer zu viel. Ach echt? Juhu. Ja, siehst du, 100 Kammer passt. Funktioniert doch wunderbar, diese Regel. Hier darfst du übrigens nicht zu eng nehmen, sonst bleibst du stehen. Echt? Okay. Ja, das hab ich nämlich abbekommen. Wie man merkt, dass ich hier direkt einen Vollgas geben kann, wa? Ja, hier ist angenehm, ne? Weil du siehst ja direkt... Oh, jetzt bist du nicht gegen den Stein gefahren. Nö, ja, hatte ich keinen Bock drauf. So, jetzt muss wenigstens Kirsche das machen. Der fährt Stein lieber erwischt. Gegen die Brücke, Mauer. Oder meinte ihr den anderen Stein? Ich dachte, das wäre Netcode. Nein. Das war die pure Realität. Da kommt noch ein Stein. Den auch? So, jetzt kommt den er. Da. Den da rechts neben dem Banner. Da rechts. Da reinfahren. Jo, das ist nicht Runde genau sofort. Da steht sogar willkommen drauf, also... Ja, siehst du, willkommen in den Stein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer die beste Rundenzeit hat. Na, ich. Ja, sogar wichtiger besser als meine. Aber ich habe die beste Topspeed. Okay, da kann ich auch einen Topf mitnehmen. Ja, wenn du Vollgas über B klatscht, ne? So. Haben wir jetzt. So, Steuerung 4. Oh, Mount Everest. Oh, die ist böse. Boah, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ich mach mal Steuerung 5, okay? Mount Everest bei Schnee. Mit dem, Sag mal, wie viel Schnee haben wir denn lustige heute? Strecke eigentlich. Achso, ich sollte vielleicht auch starten. Wie viel Schnee haben wir denn bitte heute? Das ist die zweite, oder? Die dritte Schneestrecke. Ich erinnere dich nur an die Snowy. Also, zwar okay. Sah es so aus, aber oh, trotzdem. Ja, sah da zwar nur so aus, so, was ich meine. Die Strecke ist hart. Jo, 8 Runden, na klar. Und hallo? Karre? Danke. Einlenken? Welches Schnee? Ja, einlenken? Hallo? Du musst vom Gas gehen, damit er lenkt, oder was? Bremse zur Hilfe. Also Gas und Bremse gleichzeitig, das Übliche von High Stakes. Und das ist 8 Runden, Alter. Sag mal, ist das heute Need for Speed 8 Runden? Da machst du bestimmt wieder irgendwas auf dem Thumbnail mit Need for Speed 8 Laps oder so. Also meinst du, wie diesen Joke schon mit Need for Speed National Forest? Ja. Ja. Oder weil wir sehr oft rückwärts hatten, war eins davon irgendwie auch ein bisschen verdreht? Oder was? Ja. Ich komme gerade nicht voran hier. Das ist. Was? Ein bisschen muss man sich den Spaß doch mal in den Thumbnails doch dann erlauben.
Dass man sich dann mal aus Spaß gerne mal auch das Logo dran setzt und einfach mal verändert. Kann man ja ruhig mal machen. Hier komme ich jetzt gerade nur auf klar. Aber eigentlich, so oft wie wir Schnee haben, müsste ich eigentlich irgendwas mit Schnee machen. Gott, Kirsche, du liebst die Strecke, wie es aussieht. Nein, also nein. Also, lenk doch in! Ja! Wenn die Karre auch eingelenkt hätte, hätte ich den Baum da nicht mitgenommen. Alter. Warum ist denn die Karre aber... Es ist so schlimm, kann doch nichts im Schnee sein. Autsch. Wie hat man... Oh. Wie heißt X das hier macht? Das Lustige ist, irgendwie, obwohl ich mit Tastatur fahre, kommt mir so vor, als hätte ich ein Force-Feedback durch den Schnee. Bonk! Ey, nicht springen, was soll denn der Quatsch? Und wir müssen 8 Runden fahren, das kannst du keinem, also... Das ist ja noch nicht mal eine gewesen, erstmal gucken, wie lange eine Runde ist. Ihr erzählt es doch gerade, also... Kann man es ja wohl überziehen. Oh, komm da hoch! Oh Gott! Ja, ich wollte da auch genau hinspringen! Ich wollte hier einlenken, aber die Karre hat gesagt, nö! Ja, komm! Ey. Gas und Bremse, ja, und deswegen lenkt die Karre dann genauso beschissen, oder was? Ey. Ja, ich komme gerade auch null klar, muss ich sagen. Alter, gar nicht. Nein, nicht da lang noch, egal, dann fahren wir hier durch. Also, wenn ich ohne. Ich weiß doch, was die. Oh, was wenn jetzt... ich ohne Ach, Gas Scheiße. Bremse, dann. Die Wand gekommen, schade. Dann geht's manchmal. Es ist mal wieder witzig, dass. Alter, diese, irgendwie brauche ich bald einen neuen Mikrofonarm, ey. Geht immer wieder zwischendurch hoch. Wer geht hoch? Mein Mikrofonarm! Achso. Da brauchst du ein Gewicht. Und ich muss mal gucken, ob die Schraube wieder ein bisschen locker ist, dass es dadurch hochzieht. Ja, der die Strecke hier gemacht hat, der hat eine Schraube locker. Das ist ein anderes Thema, ja. Weißt du nicht, Berge sind jetzt, also Sprungberge sind nicht so viele drin. Oder vielleicht auch nur bei der Geschwindigkeit. Der gleiche, der auch rasch ein Summit gemacht hat. Ach ja, gut, das sagt schon einiges. Ja, ich wollte genau so einlenken. Warum geht der nicht einfach ins SM-Studio? Das sind die seine Opfer sind zum Beispiel Gleichgesinnte oder so. Das Problem aber auch ist eine Hot Pursuit. Ah, falsch. Als Stakes Logik, Schneekarre muss direkt komplett scheiße fahren. Komplett. Ja, das sowieso, aber ich meine, statt das zu machen, baut ihr solche Strecken. Das ist schon. Also, ich wollte einlenken, Karre hat gesagt. Ja, same. Also. Also, wir sind übrigens schon bei über 4 Minuten für die eine Runde. Und Kirsche, wie fühlt sich das noch eine halbe Stunde hier, ja? Und Kirsche, wie fühlt sich das so an? Also weniger schlimme Strecke davor. Kirsche, wie fühlt sich das so an, 20 Sekunden vor mir zu sein? Ach, das meinte ich. Alter, Sprung und ich mache. Ja, mal gucken, wirklich. Wie hält. Wie kann ich diesen Fehler aufhören? Sprung einlenken. Und was wieder getan. Was hältst du davon, wenn wir das nächste Woche in HV2 mal umgekehrt haben? Guter Plan. Beim Start bist du ja vor mir. Ja, aber keine 20 Sekunden. Ja gut, das können wir hinkriegen. Woran erkennst du denn bitte schon, dass es 20 Sekunden sind? Ich also das, 20 Sekunden das, dann erst los. Das, was Hot Pursuit 2 ja nicht kann, ist per Zeit oder irgendwie sozusagen, wie weit der denn von dir weg ist, das ist ja nicht da. Ja gut, das ist ja hier auch nicht da. Das ist eine wilde Schätzung, wo man halt weiß, das stimmt nicht. Man weiß halt, es ist ungefähr. Weil es Custom-Strecken sind bei ja, den stimmt. normalen, okay, das ist ein ja, anderer ja, Point. Gott. Denk mal, denk mal, das Sport wird so berechnet, dass ich da bin, wo Kirsche vor 8 Sekunden war. Also. Och, lenk doch ein, verdammte Scheiße!
Denk mal, dass das so funktioniert. Ey, der krebst bergauf in Null Speed und meint, ja, hüpfen wir mal kurz. Haben zwar keine Kraft, um hier hochzukommen, aber zum Hüpfen reicht's noch. Na, natürlich, weil Highstakes. Was ist das als Antwort? Ein Hüpfsimulator, ja. Oh Mann, und das jetzt noch 7,5 Runden lang, Berg, ne? Das ist ja... Das ist hier lang. Was werden noch? Nein, komm wieder runter, Startbahn-Dreck. Komm nicht von... Oh Gott, ey. Alter, ich könnte schieben. Ja, im Endeffekt kommt das Auto dann wahrscheinlich schneller voran, ja. So extrem langsam habe ich den Büro da auch nicht in Erinnerung, ey, so. Ja, ich musste bergauf anfahren, da ging einfach gar nichts. Auflandung hat wieder auf uns. Ach, fahr eine Stelle nicht zu eng, damit du ja doch am besten die Leitplanke mitnimmst, sonst hängst du da fest. Und dann fährt man so mit langsamen Geschwindigkeiten einen Berg hoch. Ja, danke! Das Ding hier ist schlimmer als diese Ghostkarren von Trackmania Sunrise bzw. Dreieck ist. Ja, ich wollte da nicht hin, aber die Karre hat nicht eingelenkt, auch mit Bremsen kaum. Also musste ich direkt darauf zufahren. Dankeschön. Ich muss dazu jetzt echt sagen, bei der Strecke hier, also auch wenn es wahrscheinlich irgendwie gehen würde, da mache ich das mit den Gas geben und Bremsen nicht. Da bremse ich wirklich bei den Kurven. Ohne Gas geben. Und ein Sprung im Tunnel, dass man sich auf die Seite wirft. Ja. Typisch, High-Stake-like. Ja, das ist wieder so eine typische Strecke. Nein, ich hätte nicht über die Nase abgerollt. Das ist was? Wieder so eine typische Strecke. Du hast einen Sprung, was passiert? Du schmeißt dich immer auf irgendeine Seite. Oder rollst du über die Nase. Ich meinte jetzt in High-Stakes, nicht in Nice. Ja, ja. Das hier ist wieder so eine typische Strecke, da würde mich wirklich Pete's Zeit interessieren. Ich hab den Berg vergessen nach dem Ziel. Der ist aber nicht da zum Ziel. Da ist ein Berg nach dem Ziel. Ja, der ist echt gemein. Den sieht man voll gar nicht. Den sieht man was denn jetzt? Voll oder gar nicht? Voll gar nicht. Ich habe mich jetzt so wieder verlassen, dass ich sagen würde, dass ich einen Rundenrekord... und Startberg hervorragend. Also, du triggerst den aber echt oft, ne? Stimmt, das war schon oh, jetzt kommt der. Oder so. Oh, jetzt habe ich den zwei miteinander getriggert, weil der mich beim Resetten doch mal... Tipp am Rande, wenn ihr euch resettet, einfach vielleicht sicherheitshalber so leicht einlenken, dann triggert der eigentlich nicht. Nein, wenn man resettet, einfach fluchen wie Sau. Das hilft zwar nicht, aber es befreit sehr. Oh, wo kommen denn die ganzen Leitplanken hierher? Leitplanken, was die da sollen, das ist auch keine Ahnung. Oh, ich habe tatsächlich noch geschafft, Gursche zu überholen. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, nee, komm, können wir bitte gerade fahren? Nicht seitwärts, nicht schräg, nichts, gar nichts. Danke, schön. Weiter geht's. Mit ihm werde ich nicht mehr ein. Das ist ja utopisch. Ihr haltet euch echt gut, muss man sagen. Nö. Aber das ist normal. Ich zähle halt nicht gewichtsmäßig dahin. Ist normal. Du bist auch oft besser als Kirsch und manchmal bist du auch besser als ich, also so ist nicht. Ein Sprung nicht auf die Seite? Schade, eigentlich hätte das sein müssen. Scheiße, ich hasse diesen Berg. Also es ist jetzt nur eine grobe Schätzung. Ich würde sogar sagen, dass Stevie öfter in Highstakes an mich rankommt, als ich an ihn in HP2. Du bist in HP2 besser geworden, nur mal so am Rande. Das
vorhin schon gemacht. Ja, aber die meisten Rennen will ich trotzdem auch als letztes, sei denn das Pferd irgendwie. Ja, wenn es Tropen sind vielleicht, denn das war's dann auch. Ich spring. Oh. 20, 30, wie schnell schafft er den Berg? Die ganze Zeit legt das Scheißding nicht ein, ne? Bevor ich gegen die Wand fährst, schafft er ihn mit 50. Und jetzt in dem, jetzt in dem komischen Tunnel, wo ich kaum Geschwindigkeit hatte, da musste ich nur kurz antippen Vollgas und der hat sich fast gedreht. Okay. Vollgas ist zu riskant, das kann ich machen, okay. Ja gut, ich kann hier gerade nur Vollgas gehen, mehr oder weniger, auch wenn es eine Rampe ist. Ja, den Eistunnel, den habe ich beim Üben auch schon Vollgas hinbekommen, aber es ist jetzt doch zu riskant, da kenne ich dann doch unbedingt. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass ich bei der Strecke hier mit Lenkrad viel mehr gerissen hätte. Ja, warum habe ich den da hingelenkt? Egal! Viel zu früh. Wieder zurück auf die Strecke. Danke. Berg habe ich hier echt noch nicht ganz drauf. Am Ziel. Vor allem war das ganze Bergaufstück mit höchstens 100. Ja, so sah es doch gefühlt aus gerade. Weil der Berg dann doch dann auf einmal doch nicht kam. Da war ich extra vorsichtig, diesmal war dann zu vorsichtig. Autsch. Autsch klingt gut. Ja, ja. Ich bin sauber gefahren, aber. Oh ja! Jetzt. Ach, Kacke, jetzt war es das mit dem Aufholen. Nochmal so, guck mal, wie viele Runden wir haben, beziehungsweise welche Runde du gerade hast. Ja, aber ich komme nicht auf Platz 1, das, Drück mich nicht rüber, Runde bleibt da. Ich komm nicht mehr auf Platz 1, das kannst du vergessen, das, noch so derartige Fehler machen, dass, aber ich letzten 5 Sekunden sind sowieso immer die härtesten, weil da vom langsam Fahrt scheint sich die Zeit aber generell zusammenzudrücken. Sprung. Oh, jetzt hab ich auch den gehabt. Cool. Ist bei den langsamen Fahrt auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt. Ja gut, jetzt war ich gerade bei dem Part hier, wo man den Berg da hochfährt. Also diesen ganz beschissenen, da bin ich damit 70 oder sowas hochgefahren. War natürlich böse. Er hat so zwischendrin so seine Goldmomente, wo er dann lenken kann, aber dann kann er wieder zu gut. Dann lenkt er wieder wie 3 Bonus-Porsches zusammen und dann ist man kurz davor, ein 180 zu machen. Die Aussage! Er fährt wie 3 Bonus-Porsches zusammen. So, diesmal kein Vollgas hier, das überlebe ich beim Renntag nicht. Und sonst lenkt er das gar nicht ein. Was ist denn das, ein Highstakes? Nein, 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 ich bin
Ja, gut. Mal gucken, ich fahre da mal langsam den Berg jetzt hoch. Ja gut, was ich da einen Vorsprung hatte, ist jetzt, oder was ich einen Vorsprung geklaut habe, ist jetzt alles schon wieder da. Funk. Geh von der Wand. Wieso 8 Runden und noch so eine Strecke, ey? Also optisch mag ich die ja wirklich, aber die zu fahren, das ist echt ein Krampf. Aber ich finde auch lustig, wie der Fahrbahnstreifen offenbar null beschneit ist und alles andere, Du meinst auch so wie die Leitplanke, die nicht vollgeschneit ist, so egal. Ja, so wie wir dagegen fahren. Ja gut, das ist ein anderer Punkt. Ich wollte gerade sagen, wir schleifen den ganzen Schnee ab. Ja. Aber das da ist auch keine Farbe mehr drauf, die ist blank gekratzt. Das war ja bei den Begrenzungsstreifen nicht. Wo will ich denn immer hinlenken? Na, das kommt davon, wenn die Schneeschieber hier nicht rumfliegen. Jetzt lenk doch an! Geh doch von der Wand! Wenn du einlenkst und die Karre sich so denkt, nee, ich bleib bei der Leitplanke hängen. Die ganze Zeit ist super. Kann ich nur empfehlen. Nicht. Leute, wir haben Halbzeit. Nee. Hatten wir schon. Achso, jetzt ist Runde 4 fertig. Du hast recht. Jetzt ist Halbzeit. Und so auf die Seite geschmissen. Das wäre schon Halbzeit. Würde ich mir auch gerne mal wünschen, aber ich bin noch nicht durch. Du müsstest eigentlich auch in der vierten sein. Das also ja, aber. Es dauert auch safe nicht lange, bis sie mich irgendwann überrundet, so beschissen, wie ich hier fahre. Hä? Hier hat einer geparkt laut Netcode. Ach, komm. Und wer? Ich glaube, das war Tomete. Ja, das auf der Karte sehe ich ihn fahren. Hat gelben Pink gerade. Ja, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie denn das gelber Pink? Auch 150 plus. Ach da. Ja, mir ist alles grün angezeigt. Und mir wird auch alles grün angezeigt. Oh, geh doch von der beschissenen Wand weg, Mensch. Bei mir, wenn man mit dem einmal an der Wand dran ist, dann bleibt der aber auch. Das ist jetzt wie so ein Magnet dann. Ja, wenn bergauf fährst, auf jeden Fall, ja. Ja, vor allem wenn du langsam bist, der eh nicht lenken kann. Ja, jetzt muss ich auf den Berg resetten, da kommt Kursch natürlich nach vorne, das geht ja gar nicht anders. Das geht schon anders, ich muss nur crashen. Gecrashed? Nein, nein, noch nicht. Ich muss nur, dann ist es wieder erledigt. Ich hatte ehrlich gedacht, dass du vor mich kommst, wo ich da eben resetten musste, mitten auf dem Berg, sogar in der beschissensten Berge zum Hochkommen überhaupt. Ich bin froh, dass ich bei dem Berg überhaupt noch irgendwie hochgekommen bin. Ja, der eine Berg, der geht echt nur mit 50 hochzufahren, sonst kommst du nicht rum. Ja, ich war froh, dass ich eben überhaupt hochgefahren bin und dass du nicht trotz Vollgas. Dass du nicht trotz Vollgas dann irgendwie sagt, okay, die Gravitation gewinnt sozusagen. Das hatte ich nämlich auch noch befürchtet gehabt, aber ist Gott sei Dank nicht passiert. Aber kurz davor. Das ist jetzt die Frage, ob Kirsch hier wirklich gut ist auf der Strecke oder ob ich einfach scheiße fahre. Oder beides. Das kann auch sein, ja. Nicht springen. Nicht an Stellen springen, wo du sonst nicht springst, Auto. Das wäre sehr lieb.
Ich finde das lustig. Kirsch hatte 20 Sekunden Vorsprung mir gegenüber. Dann hatte ich das gleich und jetzt ist Kirsch wieder vor mir. Ach so, ganz am Anfang meinst du, ja. Ja, vielleicht kriege ich dann heute doch noch recht spannenden Kampf mit Kirsch. Und dann. Oder auch nicht. Oh, Mann. Ich weiß, dass die Leitplanke verführerisch ist, aber du musst da nicht immer dran kleben bleiben. Ich dachte noch, ich krieg den Jump hin, aber nein. Oh. Nein, oh. Ja, es ist die nächste Kacke passiert danach gleich. Den Jump habe ich nicht hinbekommen, dann wollte ich lenken und dann kam wieder die Situation, wo ich dachte, der lenkt wieder nicht ein, aber dann lenkt er natürlich wieder ein. Oh, ich dachte wirklich. Ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht. Die Musik passt auch gerade wie Faust auf Auge, oder? Jo. Dachte ich, ich komme an Kirsch und dann verkacke ich die Kurve. Und er geht natürlich gleich voll das wieder und. Der Moment, wo man sich Call On wünscht, damit Tometer einen hochschiebt. Es wär's doch. Ich glaube aber allerdings nicht, dass der Moroder da genug Kraft für hat. Der schafft ja kaum sein eigenes Gewicht da zu schieben. Ich will. Achso, ich will da einen Zaun. Und danach und dann schwebst du richtig klassisch. Richtig klassisch. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Genau dieser Reihenfolge. Also, laut Deadcode bist du gerade relativ. Ach, komm schon. Ja, es war halt ein Startbug. Okay, jetzt stehe ich an dem Berg. Achso, der Startbug kam wirklich, okay. Ja, zum vierten, fünften Mal heute? Ja, die Strecke triggert den ganz schön viel, oft. Ich habe ihn auch schon zweimal gehabt. Alter. Das also, kommt bei mir tatsächlich doch nicht, also. Die Strecke ist ein bisschen buggy, was das angeht. Na gut, die davor war schlimmer. So gesehen geht die beinahe noch. Meinst du jetzt nur We Adolf oder welche? Die, die wir davor gefahren sind, wo ich nur geflucht habe. Das war Snowy Adolf. Okay. Oh, wenn ich mir einmal merken könnte, dass man da nicht gegen die Wand fahren sollte. Du Kirsche? Oh, jetzt überstehe ich das. Sag's mir nächste Runde, nicht diese Runde. Ich weiß ja nicht mal, wann du da warst. Überleg mal, wie weit du von mir weg bist. Das, wo links ein Schneeteil ist und rechts ein Schneeteil, in der Mitte ist so eine Felsenwand. Ich fall mal auf die Felsenwand. Verstehe. Warte, Vor dem Tunnel auf jeden Fall, weil da bin ich gerade. Das sind zwei Tunnel. Da hat die Strecke. Den, wo man gegen die Decke crasht und danach abfliegt. Ach der! Ach da, meinst du? Oh, aber ich muss schnell rein. Ah, Mann, warum mussten da zwei Bäume stehen? War zum Mädchen nicht kurz noch gerade wieder bei mir jetzt? Wenn nur ein Baum gestanden hätte, wäre ich da rausgekommen. Beim Start zieht viel zu früh für den Berg jedes Mal. Uhaha. Wo ich jetzt hingeguckt. Bin ich auf Strecke zumindest. Ja gut, gleich aber drei Viertel rum.
Aber meine Rundenzeit ist ja 4,8 und jetzt bin ich hier schon bei 4,20 oder so. 4,30. Alter, wenn man langsam fährt und er bleibt an der Leitplanke kleben, ne? Er lenkt halt eben nicht, wenn er langsam fährt. So richtig gar nicht. Doch total realistisch. Ist doch sehr langsamer Fahrt lenkt hier nix. Ist auch sehr realistisch, nee. Und die Karren sind nur noch scheiße. Okay, wir fahren hier wieder unten lang. Ja gut, der Boroda war jetzt natürlich auch für Schnee nicht die beste Wahl. Na, dann können wir ja demnächst den Diablo nehmen. Ach Moment, der ist ja genauso. Wenn es um Schneestrecken geht und Schnee an ist. Vergaß. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Boroda so ein bisschen auf den Diablo beruht von der... Von der Logik her? Yes. Von der Kraftpunkt... No. Von der Karp und Wiff her. Das heißt, nee, also Karp, nee, Moment, was war das nochmal? Karp.text waren die... Karp.ini von Highstakes, wie auch immer sie heißt. Ja, ich glaube, das war Karp.text oder irgendwie sowas. Text, ja. Aber ja, die war irgendwie in der Karp.wiff mit integriert. Da ist ja ein Lamborghini-Abklatsch. Ja. Diablo, so wie er fährt? Im Schnee? Vielleicht? Boah, viel zu schnell hier rein, what the fuck. Oh, fuck. Dann fahren wir langsam. Gut, dann fahren wir den Berg mit 20 hoch. Oh, hier kurz der gerade 50, aber geht das auch von der Wand. Nicht besser. Deswegen kommt Bursche wieder ran, und zwar wie so ein Weltmeister. What? Ach komm, das war unnötig. Du hast da gerade 10 Sekunden wegen dem Fehler aufgeholt. Boah, ich stimmt, ja. Noch so ein Ding... Aber ich bin nicht gefahren wie Weltmeister. Also sorry, das lag an dir, nicht an mir. Okay, wie es ein Weltmeister täte, wenn ich keinen Fehler gemacht hätte. Ob du da springst noch. Dies... Ja, genau so crasht man. Hör auf, an dir weit zu kleben, du dummes Scheißding. Das ist etwa ein Klimawandkleber. Alter, wie häufig kann ich vor diesen Scheißzaun... Naja, machen? Vorteil ist, wenn er einer wäre, könnte er die Strecke hier starten. Und danach ein Startbug. Alter, ich krieg echt... Wenn er doch einer wäre, Tomete, kannst du dann mal kurz die Strecke orange machen? Das machen die Klimakleber ja aktuell gerade. Ja, das wäre mir sogar lieb, wenn sie das jetzt machen würden. Naja, was? Erst haben sie das Brandenburger Tor orange gemacht und dann die Weltuhr orange gemacht. Ja, der Vorteil wäre, die Strecke Farbe hätte wahrscheinlich mehr Grip als der Schnee. Ja, meine ich ja, die können da ruhig die Farbe auf den, auf die Strecke Farbe. Ja, ich kann langsam das Weiß auch nicht mehr sehen. Ja, es brennt ganz schön in den Augen. Alter! Weiß plus die zwei Softboxen, die mich anblenden, es tut sehr gut in den Augen. Sag ich euch, wie es ist. Oh Kirsch, was ist denn jetzt passiert, dass ich da eine Dreiviertelminute Vorsprung hab? Ich hab den gleichen Fehler gemacht wie immer und keinen Bock mehr auf Reset drücken. So. Wobei die Fahrbahnbegrenzung, die sehen ja schon fast aus wie die Fahrbahn Brandenburger Tor oder so. Ist ja nicht. Ach komm! Ach, natürlich machst du das jetzt Auto. Oh! Cool! Ja, Reset-Bug habe ich ein bisschen Vorsprung gewonnen jetzt. Mit 500 darunter? Ja, warum nicht? Mit 500?! Ja, es müsste gleich eine lustige Topspeed bei mir stehen. Der ist nur am Cheaten, der Kerl, ne? Der Reset und ich war eine Rakete auf einmal. Aber da musste ich natürlich Reset machen, weil ich bin mit 800 drauf. Ah, ich jetzt auch. Also ich glaube, das war sogar 800, keine Ahnung. Müssen wir nachher mal gucken, Topspeed, ich bin neugierig. Das Lustige ist ja, dass wir die dann auch noch so eintragen. Du meinst das Eintragen, was Dennis so gut aktuell hinkriegt? Ich glaube, die komplette Season ist noch nicht mal eingetragen aktuell. Oder hast du schon irgendwas mal ausgefüllt?
Wir haben jetzt zumindest... Jetzt darf ich hier wieder vorne. Soweit ich weiß, gibt es noch kein einzigen Rennergebnis in dieser Season. Ja, jetzt hat er wieder volle Kanne eingelenkt. Gott sei Dank ist das die letzte Runde. Wäre schön, wenn ich das auch sagen könnte. Ja gut, ich bin gerade jetzt in die Runde. Gott sei Dank ist letzte Runde. Ich hasse euch. Warum musste der Start der achten Runde jetzt so beschissen sein? Bei dir würde ich nicht mehr vom Start der achten Runde sprechen. Bei dir ist die Hälfte schon wieder rum. Ja, aber der war halt beschissen. Jetzt ist er fairer wie ein junger Gott, aber der Start war halt beschissen. Ja, das ist natürlich dadurch die... Weil bei der letzten Runde kam ja Vollgas über den Ziellinie. Ist ja egal, ob der Becht den einen killt. Das also, kannst du auch vorher schon. Nee, das ist dann ja mit Unfall verbunden. Jupp, so what? Jetzt kommt dieser komische Aber in der letzten Knopf, Runde wäre das ja egal. Das heißt, in der letzten Runde wäre jetzt Möglichkeit gewesen, eine Rundenzeit zu machen. Aber du wirst eine Rundenzeit machen. Aber nein, der musste da ja natürlich den Start direkt so eine Scheiß bauen. Dass man diesen Vorteil nicht nutzen kann. Wie gern würde ich jetzt das Wort hören, das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Naja, nee, du bist halt dann. Du bist nicht in diesem Spiel mit drin. Bonus! Du wolltest den Satz. Ja, aber nicht von. Nicht von. Du wolltest den Satz hören und wenn man den dann sagt, ist er auch wieder. Ist auch nicht recht, ne? Ja, so. Niemand macht es verkehrt. So, und jetzt war hier außen. Die Strecke und die Karre ist verkehrt. Punkt. Letzte Runde. Wir brauchen den Tier jetzt noch irgendwie so ein Alert mit, das ist die letzte Runde oder so, dann sagt es wirklich Egon. Wie schafft es überhaupt, dieser schwarze Reifenabrieb auf dem weißen Schnee haften zu bleiben, ohne den Schnee da erstmal wegzukratzen? Eistex. Ist die Antwort auf alles. Immerhin gibt's den Eistex Schnee im Gegensatz zu HP2. Okay, bei der Strecke war das ein Eigentor, jetzt sehe ich es auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ja, bei der Strecke war es ein Eigentor, ja, das, da habe ich kurz was gesagt, bevor ich gedacht habe. Zumindest gibt es in High Stakes einen Physikmodus, der noch beschissener ist als der Default-Physikmodus. Ja. Yeah. Genau so betont. Ja, das war ziemlich das Eigentor für den High Stakes-Fan. Ja, gut, was heißt schon Eigentor? AP2 würde ich auch. AP2 würde ich ja sogar auf den Platz 2 der besten Need for Speeds packen. Wisst ihr, vielleicht nur Scheiße da drin, aber das wisst ihr, was gemein ist? Wisst ihr, was gemein ist? Ich sehe es gerade, Dennis ist schon durch. Oh nee, komm. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich vom Ziel entfernt bin. So ich bin gleich mal, wenn ich im Ziel bin, bin ich mal gespannt, wie das mit dem Netcode hier so ist. Somit ist jetzt auch durch. Achso, zum Zugucken meinst du? Beste Runde, glaube ich, zum Meter. Das Runde kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Da stand eben eine 408, die hatte ich nicht. Okay. Ich hatte eine 409. Die 9 hatte ich aber auch. Ja, in der letzten Runde hätte ich es ja verbessern können. Aber musste ich ja den Start so scheiße fahren. Oh nein, jetzt geht doch von eine halbe Runde Stevie zugucken. Und dann ist er noch so brennend grün. Ja, die Farbe, die sticht ja auch ganz schön in den Augen. Die Farbe habe ich mir auch super ausgesucht. Ja. Bei Most Wanted, da gab es in dieser einen Challenge von der Challenge Series, da hattest du auch so ein Auto, das war so ein richtig knalliges Blau. Da haben die Augen getränt und du musstest mit dem da, glaube ich, auch noch irgendwie, 20 Dinger da kaputt machen oder so, das war richtig,
anstrengend für die Augen. Bei Most Wanted, das spiele ich ja immer nicht mit Chase Cam. Also Most Wanted spiele ich ja mit Chase Cam. Und da, ja. In der letzten Runde wäre bestimmt 407 oder 406 drin gewesen, wenn der Start nicht so beschissen gewesen wäre. Also schäm dich lieber, dass du in den Runden davor keine schnellere hattest als ich. Also wenn ich mich nicht falsch erinnere, die ganze Zeit gleich sehen. Wobei es hätte natürlich noch schlimmer kommen können, wir hätten. Nein, wollte ich den wieder hinlenken, okay. Das sah irgendwie im Netcode sehr gezielt aus. Ja, meine Hand hat gesagt, ey, guck mal, da lenk mal noch rüber. Und vom, und eben als du wieder auf die Strecke gegangen bist, das war ein 1A-Strafen. Du bist wirklich, also es war Strafen, das war. Du hast doch richtig so, ne? Im Strafen ist man fast als im Geradeauslaufen. War doch irgendwie so, oder? Es gibt bestimmt Spiele, wo das so ist. Ja, du. So genau habe ich dadurch nie drauf geachtet, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, diagonal laufen ist schneller. Also, ist das meine ich. Also nicht nur strafen, genau, sondern beides halt eben, ja. Seitlich und vorwärts und somit dann diagonal, ja. Wie immer. Ja, und ne? Jetzt bei dem Laberarsch hier haben wir Moto Jesus an. Das ist natürlich auch mal. Und. Hä, wieso raucht einer? War der nicht? Boah, war das frustrierend. Das wäre so anstrengend, meine ich. Ja, beides. Oh, meine Speed! Keine 800! Aber Speed ist auch gut. Ja, ich kann, ne? Ich kann. Das hat man, glaube ich, noch nie, oder? Aber ich habe tatsächlich die beste Runde. Nur wegen dem Reset-Bug war ich das halt auch wirklich gefahren. Ich habe tatsächlich die beste Rundenzeit. Ja, so meine ich das doch. Auch klingt. In der zweiten Runde. Danach ist alles. Danach ging es bergab. Danach ging es bergab. Meine letzte Runde ist fast so schlimm wie meine erste. Ja, da wären ja 406 mindestens drin gewesen, weil ich habe bei der Eingang der achten Runde einen Unfall gebaut. Dennis nur am Cheaten, ne? Nur am Cheaten! Aber dafür habe ich den Topspeed-Rekord, ne? Ja, also ich glaube, das ist auch relativ weit vorne bei dem Topspeed-Rekord, den es überhaupt bei Highsticks gibt. Ja. Weltrekord! Ja, ich das heißt nicht. Ja gut, wenn man deinen Monster Truck da witzelt, dann wahrscheinlich nicht, aber. Hier der ist, konnte glaube ich 10.000 oder so, oder? Der konnte auch 21.000, aber eine größere Strecke konnte ich nicht mehr bauen, wäre die Polygone auseinandergerissen. Aber 21.000 habe ich erreicht. Okay, hier ist Verkehr und Schaden. Oh, das kann ja wieder was werden. Oh, das kann ja mit Steuerung P nur super werden. Ja. Ach, man, Begriff. Es ist ein Risiko. Der, der neulich zum ersten Mal da war, der hat ja gedacht, ich mach das mit Absicht. Oh, Formel 1, ja. Mal gucken, was ist passiert. Das geht nicht. Los. Okay, ja, es fällt. Was ist denn das für eine Sicht? Warum müssen wir denn die Sicht fahren? Die Sicht. Was? Ich mein, schon mal on board. Ja, bei mir war irgendwie gerade es anders, keine Ahnung. Vor allem, wir fahren die Kanix-Strecke. Wo willst du denn hin? Auch mit dem richtigen Aufwand. Nein, ich hab die Wand berührt und abgeflogen Schrauben in der Luft. Achso, ich hab die Wand nur berührt. Achso, ja, ich konnte das so schnell nicht sehen. Ich hab einfach nur. Boah, also das Handling, ne? Okay. Ja, das ist gut bei dir. Eiert ganz schön. Ach Gott, diese Lampen. Ja, sechs Runden und so, ne? Oh, Auto! Ja, same. Das Handling ist wird wieder scheiße. Also wenn man nach den ersten paar Kurven schon weiß, dass es scheiße wird. Das Handling mag ja okay sein, zumindest, aber wenn du gerade überlegst, dass du 8 Runden beschissenes Handling gefahren bist und auf einmal ja, dieses gut, Handling richtig, hast. Ja. Also. Ja. Ja, der fühlt sich echt vernünftig. Also noch finde ich das gut, das ist das Problem. Da hat's irgendwie schon recht. Was denn der so, wenn man die Lenkung loslässt?
Der taumelt. Oh Gott, ich habe jetzt schon Damage-Geräusche. Alter. Habe ich auch. Ja, das liegt aber an der Aufprägung, die ist ja sehr tief bei Form 1. Karosserie ist schon halb kaputt, oder fast halb. Warum ist denn schon so hoch? Bei mir ist Karosserie gerade mal bei 22. Hau ab, Van. Also bei mir ist zumindest noch alles grau, das, Bus. Auto. Bus. Oh, Stevie, du bist weiter. Auto. Oh, Mann. Dieser asoziale Bus hier. Ja klar, und jetzt gibt's gar kein Gas mehr, oder wie? War übrigens gerade witzig. Dennis sagt, oh, Stevie, du bist weiter. Ey, was mache ich? Ich rutsch mich erstmal ja, quer. Ja, und Börsche schiebt mich davon hinter gleich an. What the fuck, Natsch. Das Auto ist anscheinend so leicht, dass er von der Bank überfordert war und voll total crash, ey. Holy shit. Der kann ja nicht viel liegen, der Wagen. Alter, also 600 wird er schon liegen. Ja, die Bank hat gefühlt 1000 gewogen. Boah, dieses Geräusch, das nervt ja überhaupt nicht, ey. Am Bus! Dass ich das relativ leise habe und das vom, ja, wo man bei George gar nichts hört, fast gar nichts hört, wenn die Felge auf dem Boden schleift. Na, ein bisschen hast du, hörst das schon was, ne? Ja, aber das ist ja fast gar nichts. Und bei Nifas 4, da eskaliert es dann komplett. Ja, wo will ich denn hinfahren? Okay, fahren wir hier lang. Wo ist die ja schon flachen Reifen? Wenn es hier nicht regnen würde, dann wird der Wagen ja noch besser fahren, aber der Regen fährt aus. Zum Mittag, was meinst du, wie lange dauert es, bis du mich... Okay. Einfach nicht fragen. Stell dir vor, du bist zum Verkehrwagen und es fährt plötzlich dir ein 350 km/h schneller vom 1-Wagen. Du hast übrigens auch schon flatten Reifen. Okay, also mein... Ja gut, Karosserie habe ich 39, ja. Hier passiert ja Verkehr unfällemäßig ja nichts, ne? Nichts bremst hier gar nichts. Ey, ich schalte den zweiten. Hey! Oh, was sollte das denn von dir gerade? Da konnte ich nichts für. Da rammt der mich. Da rammt der mich, dass ich quer fahre. Das war der Code, also ich habe mich gar nicht berührt eigentlich. Ich hatte zwar ein Problem mit so einem Verkehrswagen, aber ja, bei der Geschwindigkeit ist der Netzcode natürlich komplett überfordert. Ich fand das noch lustig, letztes Mal hatten wir ja einer, bei der das zum ersten Mal gespielt hat irgendwie, und der dachte dann, dass ich das mit Absicht war, dass ich ihn rückwärts nach hinten schiebe oder so. So. Da müssen wir gerade das Ziel fahren, auch wenn das langsamer ist, aber die Bank ist ja sehr gefährlich. Na, wenn du was mit Absicht machst! Dann ist es, wenn man was mit dir, bei dir mit Absicht sehen will, muss man nur die Zeit mal sehen, wo du noch nicht reden konntest und wir als zwei noch Schaden hatten und ich versucht hatte, immer wieder an dir vorbeizukommen und immer wenn ich an dir vorbei war, hast du mich weggekickt. Also ich frage mich, wie der noch Material zum Schleifen über sein kann. War das der Monster, war das ein Monster-Truck oder so? Oder war das LKW, wo du mich immer wieder weggeslammt hast, wenn ich versucht habe, dich zu überholen? Das ist 6 Jahre her. Das nee, ich glaube, das, nee, glaub, das war ein LKW. Aber gut, man muss aber auch dazu sagen, dass ich damals, wo ich noch kein Link verdammt, da war ich natürlich auch extrem frustriert, weil ich wirklich jedes Rennen verloren hatte. Ne? Ja, aber dass du so ein Arsch sein wolltest und jedes Mal, wenn ich dich überholen wollte, hast du mich immer direkt weggerammt. Jedes Mal. Der hat mich bei Ägypten... Wo diese Säulen sind, die wieder so Loops in Ägypten in den Tunnel, da hat mich zum Meter auf in die Säulen gerammt. Mit seinem Trabi. Ja, heute würde ich so eine Scheiße nicht mehr machen, aber damals war ich wirklich sehr frustriert. Das war noch die Zeit, wo wir in NES 2 ja noch Schaden besaßen. Du meinst Kollision? Kollision. Aber wie kann denn hier bei dem Auto noch was zum Schleifen dran sein, wenn ich mit 370 in der Länge schleife? Der muss uns mittlerweile weggeschliffen sein. Ja, also mir ist das Geräusch kurz verschwunden gewesen, jetzt bin ich vom gefallen, jetzt ist wieder da. Ich höre es die ganze Zeit. Ich auch. Also irgendwann muss es ja eigentlich mal weggeschliffen sein, oder? Ja, irgendwas zwischendurch weg. Es ist auch sehr, es ist auch überhaupt nicht nervig oder so. Nein, gar nicht. Sehr melodisch. Das Lustige ist, jetzt habe ich auch geplant, jetzt höre ich es auch. Obwohl ich die Musik viel lauter habe als das Spiel. Da kannst du mal sehen, wie heiß Dexter mit Gas liegt.
Ja, ich höre von dem Wirklich, ich bin froh, wenn diese 6 Runden soon rum sind. Also das erste Rennen, das war glaube ich das einzige, was von halbwegs normal war. Müssen wir nicht sogar nach dem Rennen das Game gleich immer neu starten? Ja, ja. Das heißt, danach, das ist in Video, bei mir im Video die Stelle, die ich dann weggeschnitten habe. Die geheime Stelle. Naja, wieso? Naja, du, wenn doch, wenn der Server, wenn einfach das Spiel neu startet, ist doch plötzlich nicht in nichts drin lassen, du siehst mich und einen schwarzen Background. Ja, dich, wie du die Weltformel erklärst, das willst du dann wegschneiden. Mal davon noch ab, dass ich schwarze Klamotten heute anhabe, das heißt mit schwarzem Background siehst du dann nur meinen Kopf. Wäre ein bisschen, nee. Ach, das stimmt, ja. Aber Stevie hält sich recht gut hinter mir, also... Was sagt er, nachdem ich mich besettet habe gerade? Ja, sorry, als ich das gesagt habe, steht noch 1, doch was. Na, ich bin halt straight auf eine Wand zugefahren. Und die Wand ist nicht ausgerichtet? Nein, natürlich nicht. Ach so, ich bin, ich möchte dieses Spiel wieder zurückgeben, ach Moment. Die Wände weichen mir gar nicht aus, sie haben keinen Respekt. Boah, stell dir mal vor, du würdest so in die Rezension genau sowas reinschreiben. 1 Stern, weil ich einfach die Wand nicht weggehen wollte. Obwohl ich darauf zugefahren bin. Oh Mann. Das ist ein Yo! Okay. Oh, gut, dass du den Fehler auch gemacht hast. Ich hatte gerade schon Bedenken. Welchen Fehler? Ja. Mehr als 6 Uhr kann dieses Auto echt nicht liegen. Meine Güte. Ich weiß doch gar nicht, was für einen Fehler ich gerade gemacht habe, Tomita. Mein Fehler hieß Bus. Ach so, ja gut. Oh, wie häufig kann man den Startgang eigentlich in einem Tag haben? Ich find, was? Ja, okay. Ich finde lustig, dass wir die Shell-Cadix-Strecke ausgerechnet in den Formel-1-Wagen haben. Also wir haben eigentlich generell seltene Rennstrecke. Und dann haben wir die ausgerechnet auch in der Kombi. Und ausgerechnet da haben wir Verkehr. Ja. Oh, jetzt hole ich aber auf hier. Oh. In dem Moment, wo ich sage, überschlägt er sich dreifach. Du überschlägst dich? Okay. Ich bin eben Vollgas gegen die Wand und dann hat er. In der Luft dreifach seit gezogen. Boah, dieser dumme Wald liegt mir nicht. Wobei ich kann mir auch vorstellen, dass der extreme Vorsprung dadurch kam, dass die Polygone hier halt sehr verrückt spielen. Oh Gott, ja, natürlich. Was hast du gesagt zum Mete? Ich höre da voll laut. Das hat der Bus, ne, der ist so schnell in die Kurve gefahren, dass er auf meine Fahrbahn rübergefahren ist. Sag du mal, ey. Verkehrskonform, soll ich dir wohl mal Bescheid sagen? Alter. Also bei diesen ganzen Geräuschen ist es manchmal schwer auseinanderzuhalten. Ist Piets Mikrofon oder habe ich einen platten Reifen? Ja, da Piet nicht mitfährt, ist es der platte Reifen. Naja, es ist kein platten Reifen, es ist einfach nur das. Aufhängung schief ist und dann was hier auf dem Boden schlägt. Obwohl, war es nicht zum Beste vor kurzem der Mikrofonsachen hatte? Der fährt mit. Ja, aber solche Probleme habe ich ja deutlich seltener als Piet. Allein schon der Tatsache zu verschulden, dass ich ein richtiges Headset habe. Also gut, das Beste ist es jetzt auch nicht, aber... Es ist besser, als wenn man die Lautsprecher anhat und ein Standmikrofon nimmt. Nee, also bei ihm war es eine Webcam. Alter. Stimmt, er hat ja sogar ein Webcam, das ist eigentlich was gemacht. Arschgesicht Mercedes. Das ist selber ein Mercedes. Schalt doch den zweiten, du verfickter. Ach, du meinst dein eigenes Auto? Ist das nicht gerade ein McLaren? Nee, aber es ist Mercedes Motor. Also McLaren Mercedes ist das Ding. Ich meinte schon den Verkehr, weil Mercedes.
Müsste Hacking sein, oder? Hacking Mod, Hacking Code hat. Ja, irgendwie sowas. Boah, ey, ob da, das wird gleich eine richtige Wohlzeit, wenn man das nicht mehr hört, ne? Ja. Ja, das Geräusch ist... Oh Mann, jetzt hat mich der Bus aber... Ach, das Geräusch ist... Oh Mann! Ah! Hier hört sich ganz anders an. Sagt bestimmt die ganze Zeit beim... Oh Mann, 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 oh Mann! Das Geräusch ist schon bei C-Pop, also das ist wirklich... Oder weil es dann noch hochgepitcht ist. Ah, Mann, ah, Mann, ah, Mann, ah, Mann, ah! Aua, Matze. So, je schneller du wärst, so, weißt du, fängst du an mit so... Oh, Mann, 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 oh, Mann! Ja, Stevie, ich schmeiß den Bus da durch die Gegend. Ja, und Wagen verschlag dich auch schön. Nee, ich weg, Auto! Oh, bei mir fährt gerade gar nichts mehr, aber gut, ich habe auch schon 88% Karosserie. Oha! 81! Hä, die ist bei mir rechts am Rand, der rote Ball. Das war schon seit einer Ewigkeit, glaube ich. Du hast Diagramme? Nicht Prozentzahl? Balken, ja. Warum? Keine Ahnung. But how? Kann man das einstellen, ja? Ja. RSM kannst du es einstellen. RSM? Jo, das kannst du. Achso, ja, gut. Ich dachte, das wäre standardsgemäß auf Prozente eingestellt und nicht auf. Du kannst das bei RSM umändern. Ich dachte, das wäre standardsgemäß auf Prozente. Auf. Also bei RSM ist es standardmäßig auf Prozent, aber. Das kann ich am besten will nicht erinnern. Das Spiel selbst hat standardmäßig Balken, warum auch immer. Boah, das Mädchen nimmt erstmal meine Busknopf. Alle von mir. Jetzt wüsste ich, dass bei mir guckt, obwohl Stevie vor mir ist. Stimmt, eigentlich hätte er mir zuschauen müssen, oder? Ja, ich hab aber kurz auf Tomete gehört. Aber es ist halt... Auf der Hoffnung, weil du warst ja dicht vor Tomete, auf der Hoffnung, dass du dann Verkehrwagen gewischt, weil wenn man einen anderen spektiert, dann fliegen die ja besser, als wenn man den... Vorm Start und Ziel noch kurz irgendwie gequetscht und resettet. Vor allem in der letzten Runde hat Stevie mich noch überholt. Das war das. Was hab ich nicht mal mitbekommen, wann auch immer das passiert ist. Bei mir sind ja auch alle Zeiten dabei, die es gibt. 1,55, wie soll denn das gehen? Das geht. Ja gut, ich hab jede Runde Scheiße gebaut, also. So, jetzt müssen wir das Spiel sehen. Er ist der Einzige wirklich, der unter 2 Minuten ist, ne? Ist das euch mal aufgefallen? Wäre noch schneller gegangen, aber der dumme Mercedes hat es mir versaut. Jetzt lass ihn erst ins Haupt, ins Ding, ins Sau. Oh.